Devillian, es ist mal wieder Zeit für ein neues Angespielt zu einem Free-to-Play-Hack-and-Slay-MMORPG. Ja, dieses Game möchte Diablo 3, zumindest als Free-to-Play-Version, ein bisschen Konkurrenz machen. Man sieht schon an diesem kleinen Trailer. Ich bin gerade in der Charakterstellung von der Closed Beta, und zwar das vierte Closed Beta-Event. Es gibt vier Klassen. Beschwörerin, dann der Berserker, ein beispielloser Klingenmeister, der Schattenjäger, der einsame Schattenwandler. Man merkt jetzt hier vielleicht schon ein bisschen, diese Rasse mal merken. Und dann die Kanonierin, obwohl die könnte man sich dann auch im Zuge dessen gleich merken, die zierliche Scharfschützin. Auf der Website steht also, das kommt aus dem Hause Tryon Worlds und Blue Hole hast du nicht gesehen, Studios. Ich war auf der Seite, die ist leider auf Koreanisch, aber da ist auf jeden Fall auch Terra abgebildet. Und die erinnern mich extrem stark an die Castanians oder Castanix, Castanians aus Terra. Und die Kleinen auch, diese neue Klasse. Und ich würde mal sagen, Berserker oder Schattenjäger, also ich erstelle da jetzt mal was, das wird sowieso alles zurückgesetzt, ist ja die Closed Beta, aber ich muss sagen, zwei Einhandwaffen, das gefällt mir schon immer sehr gut, obwohl diese Peitsche auch einfach episch ist. Devil May Cry lässt grüßen, aber ich bleibe jetzt erstmal bei dem Berserker. So. Okay, das ist also anscheinend der Devillian zu dieser Klasse. Moment, aber dann ganz kurz, nur zur Vollständigkeit halber, möchte ich den oder die Devillian von allen zeigen. Gut, sieht auch böse aus. Bei der Beschwörerin, Schattenjäger, eventuell noch kurz hier. Ja, Assassin's Creed Assassinen-Style natürlich. Und man sieht auch vielleicht schon, so heilermäßig ist jetzt nicht allzu viel dabei. Kanonierin, auch nicht von schlechten Eltern. Sprich, auf Action ausgelegt. So, und nochmal Berserker, bisschen die Rüstung in der Vorschau. Mann, wie das glänzt. Macht schon was her, muss ich sagen. So, und ran an den Speck, ans Eingemachte, und zwar das Gesicht. Hier wählt man praktisch das komplette Paket, inklusive Narben und so weiter und so fort, obwohl ich hier noch Tattoos sehe. Also mal schauen, ob man sich da dann noch genauer irgendwie entscheiden kann. Gibt, ja, eine Handvoll Gesichter momentan. Ach, genau. Ich mache erst jetzt Videos zu dem Spiel. Oder genau jetzt habe ich noch mehr Anreiz, weil seit diesem Closed Beta Event, irgendwie so Narben vielleicht, seit diesem Closed Beta Event das Spiel erstmals auch auf Deutsch übersetzt wurde. Tryon kennt man ja von Trove, von Rift, von Defiance, ArcheAge und so weiter und so fort. Und die Spiele sind eben alle auf Deutsch auch verfügbar. So auch dieses hier. Und von daher, genau, da bleibe ich mal bei dem. Haarfarbe kann ich entweder durch Presets auswählen oder hier mit einem Regler. So, Berserker, nö, der ist, ich weiß nicht, ich muss sagen, weiße Haare finde ich manchmal gar nicht so schlecht. Die sind zu weiß, vielleicht so ein bisschen ins Gräuliche, Bräunliche. Dann, was kann ich hier noch? Nein, die sind zusätzlich. Also vom Gesicht her, bisschen eingeschränkte Möglichkeiten, man kann da nicht irgendwie die Nase noch platzieren und ändern und die Augenfarbe und so, das ist alles in einem. Aber hier würde ich sagen, lasse ich das erstmal. Augen, oh doch, Augen kann man zumindest die Pupille noch ändern, näher ranzoomen kann ich leider nicht. Entweder mit einem Stern oder so schlangenmäßig oder ganz crazy, ich bleib mal bei normal. Gibt's weiß auch hier irgendwie? Ja, sieht das nicht zu heftig aus? Egal, das ist ja Devillian, Devil, Teufel und so. Dann mal schauen, gibt's den guten alten Schilling? Yo, da bin ich und weg ist sie, die Rüstung. Genau, Charakterwahl. Na dann, rein ins Getümmel, verbinden. Würde ich mal sagen, die unendlichen Jagdgründe eignen sich besonders für Gruppen. So. Kleines Intro, das war so ein gerenderter Trailer, aber leider nicht in 1440p mit hoher Quali, deshalb habe ich das mal übersprungen. Tut mir leid, aber also im Video rausgeschnitten. Ich bin Elara.
Oh wow. Der Blassmond zuflocht. Malik, die spricht greifen an, um auf Deutsch. Stein an sich zu reißen. Wir brauchen dich. Okay. Das, damit hätte ich nicht gerechnet. Auf Deutsch, okay. Wusste ich so. Aber auch mit Sprachausgabe? Nö. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, die isometrische, wie sagt man, 2,5D Kameraansicht. Ich glaube, ich weiß nicht. Kann man die drehen? Ich bin mir nicht so sicher. Ich schätze nicht. So, die ist anscheinend meine Gefährtin. Ich werde kurz versuchen, irgendwo hier so einen Kampf zu finden. Und dann mal das Interface und so durchgehen, wie ich das immer mache. So, da rechts mein Questhelper. Rechts oben eine Minimap. Ich habe einen Dreifachhieb erlernt, obwohl ich hier nicht mal noch irgendwas getan habe. So, okay. Ich kann gar nicht mit Klicken auto-attacken. Ich muss direkt Taste 1 verwenden. Der Durchbruch. Wirst du mit Maleks Schergen fertig? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe doch, dass ich mit ihnen fertig werden kann. So, hier geht's weiter. Hier habe ich einen Login. Nein, Marktplatz. Wird geladen. Nein, will ich doch jetzt nicht. So, dachte, das ist irgendeine Login-Belohnung oder so. 1, 2, 3, Dreifachhieb. Ist das hier anscheinend? Okay, und da ist auch direkt eine Priesterin. Warum teile ich so wenig Schaden aus? 2, 1, 6 hours later. 6 hours later. Okay, da ist sie tot. Und ich gehe jetzt mal kurz das Interface durch. Charakter mit P, ohne Titel Schilling. Das bin ich. Berserker Stufe 2. Ich habe 46 Punkte. Das ist anscheinend so irgendwie Kampfkraft, Charakterstärke, so, wo man sich mit anderen messen kann. Gesundheit, Zorn, Seele, Stärke, Einsicht, Agilität, Standkraft. 4 Stats. So, und dann die ganzen detaillierten Status-Effekte. So sehen die Items aus. Hier unten habe ich noch meine Kostüme. Und dann einen eigenen Tab für Devillian, der leider noch nicht aktiv ist. Talismane sehe ich hier. Ab Level 10 bis 50. 50 maximal Level eventuell. Widerstand. Feuer, Eis, Blitz und Gift. Dann Titel kann ich mir hier holen, die auch Stats geben. Kumulativ, sprich nicht nur der Titel, den man gerade ausgerüstet hat, sondern alle addieren sich. Finde ich auch immer sehr interessant. Dann Fertigkeiten. Körper, Wagemut, Verbesserung, Wachstum, Wirtschaft und Devillian. Was kann ich da machen? Da bekomme ich dann wahrscheinlich Skillpunkte, die kann ich verteilen. Levelaufstieg, hier so und so viele benötige ich noch. Danach erhöhe ich meine Einsicht um 50 oder Agilität, kann ich mir dann entsprechend aussuchen. So, weiter im Text. Das Inventar ist hier einmal komplett oder unterteilt, dass ich Dinge besser finden kann. Ich kann etwas bergen, also zerlegen. Hier jetzt beim Trank natürlich nicht möglich. Artefakte fertigen, verzaubern. Sehr viele Systeme also anscheinend im Spiel zu finden. Fähigkeiten. KL, Steuerung K. Das sind mal die normalen Angriffe. Quadrastich. So, ein bisschen so Oldschool-Talentbaum-mäßig anscheinend, wo man sich da entscheiden kann. Blitzklinge, Marodeur oder Zauberschwert. Okay. Das heißt, jede Klasse hat noch 3 Unterteilungen und ich kann verschiedene Fähigkeiten-Sets definieren, um schneller zwischen diesen zu wechseln. Was war da noch? Erreiche Devillian Level 1. Okay, das funktioniert dann noch nicht allgemein. Was habe ich hier? Zum Beispiel tanze ich mal. Hallo? Welche? Wie? Ich zieh's mal hier raus. Ah, okay. Jo, sehr schön. Das machst du fabelhaft, muss ich sagen. Da kann man auch mal klatschen. Gut, Erfolge. Das sind die Achievements. Was gibt's hier für Quests? Einfach, spezial. Ja, sieht alles relativ gewohnt aus anderen. Okay, da war ich auch schon. Karte kann man noch öffnen. Ich bin hier in der Blassmond-Zuflucht. Hier rechts oben habe ich auch einen. Ich sehe sogar schon den Knopf hingehen. So Autorun-mäßig. Kann ich da irgendwie rauszoomen? Weltkarte von Nala. So sieht das dann hier dementsprechend aus. Und dann gibt es noch ein paar andere Dinge. Crafting.
Community und so weiter. Was ist jetzt hierbei hingehen? Okay, dann gibt es tatsächlich ein Auto-Run. Hingehen beginnt. Aber muss ja nicht immer was Schlechtes sein. Gut, so, die kämpfen hier schon. Fleißig für einen Spurt die Leertaste drücken. Da legt er einen kleinen... eine kleine Rolle hin. Ah, okay, jetzt zahle ich auch schon mehr Schaden aus. Nicht nur eins wie vorhin bei der Kollegin. Und schon Level 3. Das ging aber schnell. Öffne das Inventar, denn ich habe hier neue Ausrüstung erhalten. Gut, ja, ich helfe Ihnen. Also, sogar mit deutscher Sprachausgabe. Dich brauchen wir nicht, Devillian. Die Wache. Gut, Angriff auf das Heiligtum. Das war wohl einer von den bösen Devillian. Was ist das hier? Zu spät. Ich dachte schon, eine Spielerin oder irgendwie so. Zerstöre die kaputten Belagerungswaffen. Ich bin auch irgendwie ein lustiger Kauz. Beschwere mich darüber, dass es Autorun gibt und verwende es dann jedes Mal. Aber wenn es eben existiert, dann verwendet man es auch. Wow, was ist denn das für ein feiner Skill? Der benötigt hier 10 von meinem Mana. Wie nennt man das? Zorn und Seele gibt es auch irgendwie 100. Was auch immer das dann ist. So, ich loote automatisch, indem ich über die Leichen laufe. Ist auch sehr praktisch. Kurz Pfeiltasten ausprobieren. Nö, WASD. Nö, da chatte ich direkt. So, allgemein Schilling. Watsatz, watsatz, satz. Gut. Wow, das ist fein, dass man die Markierungen und so am Boden sieht, um zu wissen, wo weiche ich jetzt aus und so, beziehungsweise mit der Leertaste dann einfach einen Spurt hinlegen. Level 4. So kann es abgehen. Wenn Level 50 das Maximum ist, dann geht das ja relativ schnell. Ich klicke hier übrigens nur einmal, auch wenn dieser Kreis andauernd auftaucht. Ich halte die Maus gedrückt, die Maustaste, und er bewegt sich automatisch fort. Ja, ich muss sagen, also das Game hätte ich definitiv auch in meiner Hack-and-Slay-Liste hier mit einbezogen, aber ist ja noch nicht draußen. Von daher, ich schätze mal, das wird dann irgendwie so 2016 final released werden, Anfang 2016. Zuerst mal vielleicht die Ads besiegen, die Schamanen und dann den Obermacker, Kettenhemd, Level 5. Jeder Boss ein Level Up. Was habe ich hier? Belohnungsboni für Dungeon, 50% mehr XP und so weiter und so fort. Gut, dann würde ich sagen, raus hier zur inneren heiligen Stätte. Möchte ich definitiv reisen. Klick auf einen Punkt auf der Karte, um automatisch dorthin zu reisen. Okay. Ein feiner Tipp. Besiege Malek. Das ist anscheinend der Endboss. Oh, ich habe mich gerade gewundert, warum ist der Skill hier ausgegraut gewesen? Oh, ich habe hier auch noch was. Lawinensturm. Mit der rechten Maustaste. Fein, fein, fein. Okay, das heißt, ich könnte mir auch was auf der linken Maustaste belegen. Wenn ich denn möchte. Maleks Succubus. Die leicht bekleideten Teufelinen. So, wo ist Malek? Das ist hier noch auf der Karte eingezeichnet. Spieler Schilling, egal. Sie sagt schon hier, keine Zeit zu verschwenden. Dann werde ich mich daran halten. Also ich baue anscheinend diese Wut irgendwie auf, indem ich angreife. Ich verballere die jetzt mal komplett. Und das füllt sich nicht von alleine auf. Nö, aber jedes Mal, wenn ich treffe, bekomme ich Zorn dazu. So sieht's aus. Dann, was haben wir hier? Ein Beschwörungsgerät. Der Gerät arbeitet schweißfrei. Der Gerät schwitzt nie. So. Fühlt sich echt ganz rund an, der Kampf. So, also relativ flüssig. Und ich denke auch durch diese Ausweichrollen und so, wenn da später noch ein bisschen mehr kommt, werden das keine Tank-and-Spank-Kämpfe, sondern vielleicht kann das echt ein konkurrenzfähiges Hack-and-Slay-MMO werden. Was wichtig ist in so einem Spiel, ist dann immer die
Itemization, wie man so schön sagt. Also, wie sind dann die Items aufgebaut? Gibt es eine Langzeitmotivation, dass man echt viel hackt und viel slayt und den ganzen Tag am Farmen ist? Oder wird es am Maximallevel dann langweilig? Das ist eben das Problem von vielen Hack-and-Slay-Spielen beziehungsweise RPGs im Allgemeinen. Das sind jetzt schon ein bisschen viele. Ultimativer Hieb, exekutiere 4 Monster mit einem einzigen. Da gab es sogar irgendwelche Boni. Ah, hier jetzt. Erhöhter Schaden. Dadurch vielleicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall war da rechts oben gerade irgendwas. So wie ein Combo in der Art. Sehr fein. Und sie muss mal hier übertreiben. Die Kollegin ist wahrscheinlich eine von dieser ersten Klasse bei der Charaktererstellung. Wie heißen die? Beschwörer oder so? Seelenbeschwörer, Beschwörer, irgendwie so in der Art. Auf jeden Fall die magische, die zaubernde Klasse. Die letzte Tür hat sich geöffnet. Na, jetzt bin ich schon gespannt auf den Malek. Mal ein bisschen näher. Au! Oh. Hallo? Bin ich im falschen Film? Was ist denn da jetzt los? Na, dem werden wir mal einheizen, würde ich sagen. Zwar noch nicht als Devillian, aber zumindest als Angehender. Ich komme zu spät. Bedenke deine Wortwahl. Bedenke sie gut. Nur eine Sache ist ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht so genau, welche Skills jetzt von dieser Magierin sind und welche von dem Gegner. Also wo muss ich ausweichen und wo nicht. Das ist noch so ein bisschen die Sache. Hier, gehört das Eis jetzt zum Gegner? Ah, okay, die Roten wahrscheinlich. Gehören zum Gegner. Und jetzt ist nicht die Zeit für ein Schläferchen. Was redest du? Ich kämpfe hier mit voller Energie und gebe echt alles. Hey, lass dich mal machen, wenn du schon so ein großes Mundwerk hast, meine liebe Dame. Und da ist er down. Neues Item bekommen. Oh, ich hätte hier schon ein paar Dinge ausrüsten können. Eine feine Klinge. Erreiche Stufe 6 ist ein Achievement. Wahrscheinlich, weil danach das Tutorial irgendwie so auch zu Ende ist. Und hier habe ich sie gerettet, die Elara. Level 5er Versorgungskiste erledigt. Und der Dungeon ist wohl durch. Ein Portal öffnet sich. Und ich kann ins Windachdorf. Was ich natürlich auch machen werde. Unendliche Jagdgründe. Kenne ich auch aus anderen MMORPGs. Irgendwie so. Es ist sowieso fast alles ein bisschen das Gleiche und dasselbe, kann man schon fast behaupten. So, und ich schätze mal, das ist jetzt einfach das erste Stadtgebiet, wo auch andere Spieler dann sein könnten. Tutorial zu Ende, aber ist eben ein geschlossenes Closed Beta Event. Das heißt, allzu viele Leute werde ich da noch nicht treffen. Aber hier steht zum Beispiel die Aya. So, oder auch schon jemand mit einem Mount. Ach so, mit Steuerung muss ich klicken, um da irgendwas machen zu können. Details zum Beispiel. Ist ein Level 13er Berserker. Hat da schon ein paar Items und so. Devillian am Start. So sieht er dann aus, wenn er sich wahrscheinlich irgendwie verwandelt und in den Rage-Modus geht. Genau. Das war aber erstmal ein angespielt aus der Closed Beta zu Devillian, würde ich sagen. Was hat die denn für eine Fee hier? Die Yui. Ist auch mal lustig. Kann ich dich inspizieren? Du bist Level 10 und ich habe keine Ahnung, woher deine Fee ist. Vielleicht gehört die einfach zur Klasse dazu. Gut. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Werde da bestimmt, wenn es dann soweit ist oder irgendwann, ein Let's Play dazu raushauen, weil das Game doch sehr interessant aussieht. Jo, und würde sagen, es geht einfach nicht so weiter. Oh, Spieletrend. Oh.